Hallo, herzlich willkommen zum Pilates-Workout beim Hochschulsport der Uni Konstanz. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du reingeklickt hast. Und ich würde jetzt gerne mit euch auf dem Boden beginnen. Ihr braucht eine Matte oder ein Handtuch auf dem Boden. Und ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich bin Ute. Und ich war letzte Woche schon hier. Vielleicht hast du schon mal mitgemacht und kennst mich schon. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Stay Active, mit dem Hochschulsport aktiv bleiben. Also wir beginnen erstmal ganz entspannt und legen uns lang auf der Matte aus. Öffne deine Beine mattenbreit. Lass die Fußspitzen nach außen kippen. Und die Arme legst du einen Tick weg vom Oberkörper. Lass die Handflächen nach oben schauen. Und dann komm hier auf deiner Matte oder auf deinem Handtuch an. Gerne kannst du die Augen für einen Moment schließen. Und dann lass dich mal tief auf deine Matte sinken. Werde ganz schwer und versuche loszulassen. Deine Gesichtsmuskeln entspannen sich. Und du spürst deine Auflagepunkte auf der Matte und wirst dort ganz schwer. Nimm deine Fersen und deine Waden auf der Matte wahr und lass los. Spüre dein Becken, dein Gesäß auf der Matte und werde auch hier ganz schwer und lass los. Geh gedanklich der Wirbelsäule entlang nach oben zu deinem oberen Rücken. Und spüre auch da deine Auflagepunkte, nimm deine Schulterblätter wahr und lass sie tief in die Matte sinken. Spüre deinen Hinterkopf auf der Matte und lass auch da los. Deine Arme liegen schwer auf dem Boden, nimm das Gewicht deiner Arme wahr. Spür die Auflagepunkte, Ellenbogen, Handrücken und werde ganz schwer. Nimm deine Atmung wahr, wie sie kommt und geht. Und mit jeder Ausatmung lässt du dich tiefer sinken, wirst noch schwerer, lässt los. Und dann darfst du gerne deine Augen geschlossen halten, stell mal nacheinander deine Beine auf. Jetzt stellst du sie so weit auseinander, dass ungefähr deine Fußsohlen auf den Außenmattenkanten oder deines Handtuchs stehen. Und dann lass die Knie mal zu einer Seite sinken. Lass los, lass die Beine ganz schwer Richtung Boden sinken. Und nimm diesen Twist wahr im unteren Rücken. Lass los im Becken. Deine Schulterblätter fließen entspannt in die Matte. Und dann nimm tiefe Atemzüge. Und dann komm ganz langsam wieder zur Mitte zurück und lass die Beine zur anderen Seite sinken. Auch hier versuchst du loszulassen, schwer zu werden, ganz entspannt. Lass dich auf den Twist hier auch auf der anderen Seite ein. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Jetzt stellst du deine Beine etwas enger auf, und zwar so, dass sie hüftgelenksbreit sind. Fußgelenke, Knie und Hüftgelenke sind in einer Linie. Und dann beginn mal ein bisschen Bewegung in dein Becken zu bringen. Schaukel es nach vorne und nach hinten, so wie es dir jetzt gut tut. Oder nach rechts und links oder mach kreisende Bewegungen. Es darf sich gerne der ganze Körper mitbewegen. Ein bisschen Mobilisation ins Becken. Wenn du kreisende Bewegungen machst, dann ändere auch mal die Richtung und genieß die Bewegung. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück und jetzt lässt du einfach mal los im Becken, kippst es weder aktiv nach vorne noch nach hinten, sondern du befindest dich jetzt mit deinem Becken in der neutralen Position. Du hast auch so eine kleine Lufthöhle wieder unter dem unteren Rücken.
Schulterblätter fließen entspannt in die Matte. Und jetzt wollen wir zur Pilates-Atmung übergehen. Dafür leg mal deine Hände auf deine unteren Rippenbögen, deine Handflächen. Und atme mal tief über die Nase in die Seiten des Brustkorbs ein. Spüre, wie sich der Brustkorb weitet, sich die Rippenbögen unter deinen Handflächen nach außen bewegen. Ausatmen über einen leicht geöffneten Mund, lass die Atemluft nach außen fließen und nimm wahr, wie in der Ausatemphase die Rippenbögen wieder zueinander fließen, sich der Brustkorb wieder verkleinert. Mit der Einatmung schaffe Raum, Weite, Platz um dein Herz und mit der Ausatmung willst du jetzt langsam ein kleines Kraftzentrum in der Körpermitte aufbauen, indem du die Bauchdecke sanft nach innen ziehst, die Bauchmuskulatur aktivierst. Einatmen in den Brustkorb, tanke Energie und ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, aktiviere deine Bauchmuskelschichten, nimm den Beckenboden mit. Mach das in deinem Rhythmus, einatmen Weite, ausatmen Stabilität und Kraft in die Körpermitte bekommen. Ausatmung darf man gerne hören, nennt man auch die Ozeanatmung. Und spür die Bewegung der Rippenbögen unter deinen Handflächen. Und um das noch ein bisschen besser zu spüren, diese tiefliegenden Rumpfmuskeln, die du aktivieren willst, nimm mal nacheinander die Beine in die Tabletop-Position, wieder in die Tischposition. Die Knie sind über den Hüftgelenken, 90-Grad-Winkel in den Beinen. Und dann leg mal deine rechte Hand auf den linken Oberschenkel, deine linke Hand auf den rechten, sodass die Unterarme überkreuzt sind. Schieb die Schultern ein bisschen weg von den Ohren, der Nacken ist lang. Und dann atme wieder tief über die Nase ein. Mit der Ausatmung baue ein Kraftzentrum in der Körpermitte auf und gleichzeitig gibst du Druck mit den Handflächen gegen die Oberschenkel, Oberschenkel gegen Gegendruck. Einatmen, lass den Druck los, tief in den Brustkorb atmen, ausatmen, Bauchmuskulatur aktivieren, Beckenboden und Druck, sanften Druck auf die Oberschenkel. Einatmen, wieder lösen den Druck, ausatmen. Und spür die Muskulatur für dein Kraftzentrum in der Körpermitte. Du kannst auch gerne mal die Hände tauschen, dass der andere Unterarm oben ist. Noch 2, 3 Wiederholungen für dich, langsam rein zu spüren, wo will ich Kraft, Stabilität aufbauen. Haben wir schon ganz gut aufgebaut. Das können wir jetzt nutzen, dieses Kraftzentrum, diese Zentrierung in der Körpermitte. Löse die Hände, führe die Fingerspitzen locker an die Rückseite deiner Oberschenkel. Wir wollen das Kraftzentrum jetzt nutzen, um ganz locker aufrollen zu können. Atme tief vorbereitend ein. Mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel aktiv nach innen, heb Kopf und Schultern an und komm über die Kraft aus der Körpermitte, rollst du dich auf. Einatmen, richte dich lang nach oben auf, lass die Schultern sinken und ausatmen, kipp dein Becken, Bauchnabel zieht nach innen, du hüllst deinen Bauch aus und du rollst dich wieder, Füße verlassen den Boden ganz langsam in die Rückenlage. Einatmen, halten, ausatmen, nochmal Kraftzentrum aufbauen, Kopf und Schultern anheben und mit Leichtigkeit, mit Wirbel für Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrollen. Einatmen nochmal tief, letzte Wiederholung und ausatmen über die Kraft aus der Körpermitte wieder nach oben kommen, wunderbar. Einatmen, lang werden und ausatmen wieder tief und wenn du wieder in der Rückenlage bist, bleibe, leg Kopf und Schultern ab und stell deine Beine nacheinander auf. Arme neben dem Oberkörper ab. Wir erweitern unseren kleinen Mobilisationsflow mit der Schulterbrücke. Tief einatmen, mit der Ausatmung Bauchnabel zieht nach innen, dein Becken kippt für einen Moment, der untere Rücken schiebt sich sanft in die Matte und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Einatmen, halten, denk wieder an die Bewegung der Rippenbögen. Mit der Ausatmung, Rippenbögen fließen zueinander. Brustbein sinkt zuerst ab, rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel tief. Einatmen, wieder in die neutrale Position kommen. Ausatmen, wieder Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen.
Einatmen, halten, ausatmen, wieder langsam tief. Und wenn du wieder auf der Matte liegst oder auf deinem Handtuch, dann bleibe tief. Wir wollen die beiden Bewegungsabläufe verbinden zu einem kleinen Mobilisationsflow. Dafür nimm die Beine nochmal nacheinander in die Tabletop-Position, greif locker, wirklich locker mit den Fingerspitzen an die Rückseite der Oberschenkel, atme tief ein und mit der nächsten Ausatmung rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Einatmen, Länge, Schultern tief, ausatmen, wieder Becken kippen, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und komm kontrolliert wieder tief. Einatmen, die Beine nacheinander abstellen, die Arme ablegen, ausatmen in die Schulterbrücke, lang nach oben, einatmen, halten, ausatmen, wieder Wirbel für Wirbel in deinem Tempo wieder tief. Einatmen, neutrale Position, die Beine wieder Tabletop und ausatmen, langsam wieder aufrollen. Super gut, und wenn du jetzt in der aufrechten Position bist, in der sitzenden Position, dann streck die Beine mal lang aus, nimm die langen Arme mal hier weit an den Ohren vorbei Richtung Decke und lass mal den Oberkörper sinken. Deine Hände setzt du ab, da wo du hinkommst, entweder Schienbein oder von oben in die Fußsohlen greifen, Kopf hängen lassen, loslassen, tiefe Atemzüge nehmen. Wunderbar, dann roll dich ganz langsam wieder auf, bleiben in der sitzenden Position, öffnen unsere Beine mattenbreit, lassen sie lang und nehmen die Hände hier rechts und links vom Becken. Und richte dich mal lang nach oben auf, vom unteren Rücken beginnend, den Scheitel Richtung Decke schieben. Wenn du jetzt Mühe hast, dich aufzurichten, es macht gar nichts, dann kannst du auch die Knie leicht nach oben ziehen, dann ist es einfacher hier im unteren Bereich, dich aufzurichten. Und dann krabbel mit den Fingerspitzen langsam nach außen, bis sich die Fingerspitzen lösen und du die Arme auf Schulterhöhe anhebst. Zieh Fingerspitzen weit nach außen, richte dich auf. Jetzt wollen wir noch eine Rotation in die Wirbelsäule bringen. Atme tief ein mit der Ausatmung, schick die Schultern tief und rotiere im oberen Rumpf zu einer Richtung. Nimm den Blick mit. Einatmen zur Mitte. Und ausatmen zur anderen Seite. Schultern bleiben tief, der Nacken lang. Du findest deinen Rhythmus. Dein Becken bleibt an einer Stelle. Deine Beine, deine Fersen. Und dann nimm mal hier die Rotation wahr. Oberhalb des Bauchnabels. Und wenn du das nächste Mal wieder in der Rotation bist, dann bleibe mal. Wir erweitern ein bisschen. Setz die hintere Hand ab. Und mit deiner nächsten Ausatmung rollst du dich über die Seite ganz langsam, Wirbel für Wirbel tief in die Rückenlage. Einatmen, beide Arme Richtung Decke. Und mit der Ausatmung heb wieder Kopf und Schultern an, Kraftzentrum in der Körpermitte aktivieren und du rollst dich mit Leichtigkeit wieder auf. Einatmen, die Arme wieder weit zur Seite. Ausatmen, Rotation zur anderen Seite. Einatmen, Hand absetzen. Ausatmen, Wirbel für Wirbel tief. Einatmen, lange Arme Richtung Decke. Und ausatmen, wieder Kopf und Schultern anheben. Mit Leichtigkeit rollst du dich hier fließend nach oben auf. Einatmen, die Arme zur Seite. Wir machen noch jede Seite einmal. Jeder in seinem Rhythmus. Bleibe langsam und versuche Atmung und Bewegung zusammenzubringen, dann kommst du in einen schönen Bewegungsablauf, langsam, kontrolliert und sanft. Sehr, sehr gut. Spüre die Körpermitte. Und wenn du das nächste Mal wieder aufgerollt bist, in den aufrechten Sitz, dann bleibe, schließe deine Beine. Und lass die Hände sinken, die Arme. Wir setzen die Handflächen neben dem Becken auf und rutschen so ein bisschen nach hinten, hinter das Becken und geben unser Gewicht auf die Hände. Die Finger sind gespreizt, Druck auf die Fingerkuppen und dann schieb dich mal aus den Oberarmen nach oben. Das Brustbein willst du Richtung Decke strahlen lassen.
Bauchnabel zieht nach innen, der Blick geht zu den Fußsohlen. Und jetzt atme mal tief in den Brustkorb ein, spür die Weite im Brustkorb. Mit der Ausatmung hebst du ganz langsam dein Becken an, kommst hier in diese Brettposition und einatmen lässt du das Becken sinken, vielleicht gar nicht ganz bis auf den Boden zurück. Ausatmen, Bauchdecke zieht nach innen, schwebe nach oben, einatmen wieder langsam tief. Ganz weiche, fließende Bewegung, aktive Arme, aktive Fingerkuppen und dann geht es mit Leichtigkeit. Wenn du das nächste Mal oben angekommen bist, das Becken angehoben hast, dann bleibe mal, überprüfe, dass der Bauchnabel gut nach innen gezogen ist. Dann atme ein und mit der Ausatmung zieh mal ein Knie zum Brustkorb. Einatmen, setz die Ferse auf. Ausatmen die andere Seite. Sehr gut. Jede Seite noch einmal. Becken bleibt an der Position. Aktive Arme nochmal. Super schön. Und wenn du beide Seiten hast, lass ganz langsam das Becken wieder sinken. Dann löse die Hände. Dann kreisen wir mal die Handgelenke. Die kribbeln jetzt vielleicht so ein bisschen. Wunderbar. Dann bleiben wir in der sitzenden Position noch, nehmen die Hände nochmal neben das Becken und kommen auf die Unterarme. Platziere deine Ellenbogen unter die Schultergelenke und stell die Beine mal nacheinander auf. Und jetzt wollen wir das Becken wieder in die neutrale Position bringen. Schieb deinen Brustkorb wieder Richtung Decke. Zieh den Bauchnabel nach innen. Stabilisiere deinen Rumpf. Aktive Oberarme, aktiver Schultergürtel. Und jetzt versuche die Beine nochmal in diese Tabletop-Position zu bringen, ohne dass dein Becken sich bewegt. Das ist die Ausgangsposition, die ist schon sehr fordernd. Halte hier, atme tief ein. Mit der Ausatmung lass eine Fußspitze sinken, tipp vorne an der Matte oder am Handtuch auf. Einatmen, Knie wieder übers Hüftgelenk. Ausatmen, die andere Seite tief. Einatmen, wieder übers Hüftgelenk. Super. Der Oberkörper bleibt ganz stabil. Nur die Bewegung jetzt hier aus den Hüftgelenken in deinem Atemrhythmus. Immer wieder überprüfen, bin ich noch aktiv in den Oberarmen, im Schultergürtel. Jede Seite noch einmal. Super gut. Und dann bleibe nochmal, schließe Knie und Füße, zieh den Bauchnabel nochmal gut nach innen. Wir beginnen kreisende Bewegung der Kniegelenke über den Hüftgelenken. Die Unterschenkel bleiben parallel zum Boden und du atmest gleichmäßig weiter. Rumpf bleibt stabil. Super gut. Und dann wechsel mal die Richtung. Schieb dein Brustbein nochmal ein bisschen Richtung Decke. Super gut. Und dann komm zur Mitte zurück. Stell nacheinander die Beine auf und komm in die Rückenlage. Für einen Moment mal die Knie nach außen kippen lassen, die Fußsohlen aneinander legen. Vielleicht hast du das Bedürfnis, mal die Hände auf den Bauch zu legen, mal tief in den Bauch ein- und ausatmen. Bauchdecke darf sich für einen Moment mitbewegen, Bauchmuskeln entspannen sich. Wunderbar, dann stell deine Beine wieder hüftgelenksbreit auf, Becken ist wieder neutral, kleine Lufthöhle, wir bleiben noch in der Rückenlage und nehmen unsere Fingerspitzen mal ganz locker an den Hinterkopf, Ellenbogen legst du entspannt auf der Matte oder auf dem Boden ab. Dann atme tief ein, mit der Ausatmung geht die Bauchdecke nach innen, Beckenboden aktivieren, löse einen Fuß und bring ein Bein lang schwebend nach vorne, knapp über dem Boden. Einatmen, stell die Fußsohle ab. Ausatmen, die andere Seite. Und du atmest dich lang von deinem Scheitel bis zur Fußspitze. Dein Rumpf bleibt wieder ganz stabil. Deine kleine Lufthöhle unter der Lendenwirbelsäule bleibt unverändert. Und du bringst jetzt hier in der Ausatemphase Länge in deine Beine. Jede Seite noch einmal.
Bleibe langsam, bleibe fließend in deinen Bewegungen. Sehr gut. Wenn du beide Füße wieder aufgestellt hast, dann bleibe in der Position. Mit deiner nächsten Ausatmung heb mal Kopf und Schultern an. Ellenbogen ziehen nach außen. Und jetzt wollen wir die diagonalen Bauchmuskeln ein bisschen bemühen. Atme tief ein und mit der Ausatmung eine kleine Rotation im oberen Rumpf führst du die rechte Schulter Richtung linkem Knie. Einatmen zur Mitte zurück, ohne Kopf und Schultern abzulegen. Ausatmen, löse das linke Schulterblatt und bring die linke Schulter Richtung rechtem Knie. Einatmen, Mitte, ausatmen. In die Rotation und denk dran, die Ellenbogen, die ziehen nach außen. Fokus ist die Schulter, die so schräg nach oben will. Du löst ein Schulterblatt. Das ist nur eine ganz kleine Bewegung. Und jetzt nehmen wir die Beine eben mit dazu. Wenn du die rechte Schulter anhebst, bring das rechte Bein lang nach vorne. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen, linke Schulter, linkes Bein. Ganz weiche Bewegung, spüre deine diagonalen Bauchmuskeln. Super schön. Jede Seite noch einmal. Sehr, sehr gut. Und dann komm wieder langsam zur Mitte zurück, leg Kopf und Schultern ab. Löse deine Hände, führ die langen Arme Richtung Decke. Handflächen schauen zueinander und du lässt die Schultern in die Matte fließen. Wir kommen nochmal in die Schulterbrücke. Atme tief ein in Brustkorb und aus. Atme, roll dich genüsslich. Wirbel für Wirbel nach oben. Bleibe in der Schulterbrücke. Dann löse deinen rechten Fuß und bring dein rechtes Bein Richtung Decke. Wir machen jetzt nur eine kleine Bewegung im Fußgelenk. Mit der Einatmung flexe deinen Fuß, zieh die Fußspitzen zur Nasenspitze. Mit der Ausatmung bring die Fußspitze Richtung Decke. Einatmen, flexen. Ausatmen, längen. Du bleibst ganz stabil, nur diese kleine Bewegung im Fußgelenk. Und jetzt nehmen wir die Arme nämlich dazu. Einatmen, flexen. Und wenn du ausatmen, die Fußspitze Richtung Decke bringst, öffne die Arme mal weit zur Seite in T-Stellung. Einatmen, führe sie wieder Richtung Decke, flexe deinen Fuß, ausatmen, öffnen, super. Rumpf ist stabil, Becken bleibt ganz stabil. Noch zwei Wiederholungen. Super schön und dann bleibe, lass die Arme tief, Fußspitze bleibt lang. Und dann atme nochmal tief ein und mit der nächsten Ausatmung roll dich mal ganz langsam wieder auf deine Matte zurück. Versuche das Becken wieder neutral zu bringen. Das rechte Bein bleibt lang. Eventuell kannst du es auch gerne leicht beugen, dann geht es einfacher. Die Schultern in die Matte fließen lassen, Kraftzentrum gut aufbauen, Bauchnabel zieht nach innen und du beginnst eine Kreisbewegung ganz langsam und klein aus dem Hüftgelenk. Das Becken bleibt ganz satt auf der Matte und du darfst gerne größer werden. Du hältst die Zentrierung. Guck, wie weit du gehen kannst. Und dann wechsel noch die Richtung. Die Hände, die Arme sind entspannt, die Schultern sind entspannt. Du hältst über die Körpermitte. Und dann komm langsam zur Mitte zurück, beuge dein rechtes Knie, umgreife es, zieh es zum Brustkorb heran und leg dein linkes Bein lang auf der Matte aus. Geh in die genussvolle Dehnung, atme tief in den Bauch ein und aus. Wunderbar, dann bring langsam wieder Energie in die Körpermitte. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen und lass das linke Bein mal lang schwebend über der Matte ausgerichtet. Bring dein rechtes Bein in die Tabletop-Position und greif wirklich locker mit den Fingerspitzen an die Rückseite des Oberschenkels. Atme tief ein und mit der Ausatmung heb wieder Kopf und Schultern an und roll dich in den Balance-Sitzen nach oben auf.
Schultern sind tief, einatmen, ausatmen, wieder Becken kippen, Bauchnabel zieht nach innen. Du kommst wieder ganz kontrolliert tief in die Rückenlage. Sehr gut. Mit deiner nächsten Ausatmung roll dich wieder auf. Versuch die Fingerspitzen wieder locker am Oberschenkel zu haben. Zieh dich nicht nach oben, ganz locker. Bleibe hier. Die Schultern bleiben tief. Und mit der nächsten Ausatmung versuch mal Länge in dein rechtes Bein zu bringen. Das linke schwebt immer noch. Einatmen, beugen. Ausatmen, Länge. Schultern bleiben tief. Sehr schön. Letzte Wiederholung. Dann bleibe wieder gebeugt. Atme ein und mit der Ausatmung rollst du dich wieder ab, aber nur bis die Schulterblattspitzen auf dem Boden sind. Kopf und Schultern bleiben angehoben. Du hast wieder die kleine Höhle hier unter der Lendenwirbelsäule. Dann löse die Hände, bring die Hände rechts und links ans Knie, ganz locker. Atme ein und mit der Ausatmung machst du einen Beinwechsel. Greifst ans andere Knie. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Halten und wechseln. Du atmest dich wieder lang in deinen Beinen. Schieb die Fußspitze weit weg von dir. Spür dein Kraftzentrum in der Körpermitte. Superschön. Und wenn du das nächste Mal das linke Knie wieder zwischen den Handflächen hast, dann bleibe. Stell dein rechtes Bein auf. Leg Kopf und Schultern ab. Bring dein linkes Bein Richtung Decke, löse die Hände und führe die Arme wieder Richtung Decke. Lass die Schulterblätter wieder in die Matte sinken. Atme tief ein, wir kommen zur anderen Seite und rollen uns wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf, in die Schulterbrücke. Bleibe hier. Einatmen, den Fuß flexen, kleine Bewegung im Fußgelenk. Ausatmen, Fußspitze Richtung Decke. Einatmen, geflext. Ausatmen, Länge. Und wir nehmen bei der nächsten Ausatmung die Arme wieder dazu. Öffne sie wieder weit in T-Stellung zur Seite. Einatmen, führ sie Richtung Decke. Ausatmen, öffnen. Du bleibst auch hier auf der Seite ganz stabil. Becken bleibt oben. Letzte Wiederholung. Sehr gut. Dann lass die Arme tief, lass das Bein lang. Atme nochmal tief in den Brustkorb ein und mit der Ausatmung lass dein Brustbein zuerst sinken und roll dich wieder Wirbel für Wirbel nach unten ab. Linkes Bein bleibt lang, gerne wieder leicht beugen, um wieder hier die neutrale Position aufbauen zu können. Die Schultern sind ganz entspannt, Handflächen zeigen nach oben und dann zieh den Bauchnabel wieder gut nach innen. Und beginne Kreisbewegung jetzt aus dem linken Hüftgelenk. Klein, langsam beginnen, du atmest weiter. Und dann werde größer. Guck, wo ist deine Grenze? Wo fängt der Körper an mitzuwackeln? Und spür die Bewegung im Hüftgelenk. Sehr schön. Schultern bleiben entspannt, die Arme. Die Hände bleiben entspannt und dann wechsel die Richtung. Vielleicht kannst du noch ein bisschen größer werden. Sehr schön. Und dann langsam zur Mitte zurück. Beuge dein linkes Knie, umgreife es, zieh es zum Brustkorb heran und leg das rechte Bein lang auf der Matte aus. Nimm tiefe Atemzüge in den Bauch. Entspanne dich für einen Moment. Und dann bring wieder Energie in die Körpermitte, zentriere dich wieder, heb dein rechtes Bein schwebend an. Links bringst du in die Tabletop-Position, wie auf der anderen Seite auch. Die Fingerspitzen wieder locker, wirklich nur locker an die Rückseite des Oberschenkels. Tief einatmen, ausatmen, Kraftzentrum aufbauen, Kopf und Schultern anheben. Und du rollst dich mit Leichtigkeit in den Balance-Sitz. Schultern sind tief. Atme ein, ausatmen, kipp dein Becken, zieh den Bauchnabel nach innen und roll dich wieder langsam nach oben. Einatmen, halten und ein zweites Mal kommst du nach oben in den Balance-Sitz. Bleibe hier.
Schultern sind tief, die Hände sind immer noch locker. Mit der nächsten Ausatmung bring mal Länge in dein linkes Bein. Einatmen, beugen, bis der Unterschenkel wieder parallel ist. Ausatmen, Länge, super schön. Noch zwei mehr. Das untere Bein schickst du weit weg, knapp über dem Boden. Und dann bleibe gebeugt, bleibe wieder im Balance-Sitz. Atme ein und aus, atme wieder ganz langsam tief kommen, aber wieder nur bis die Schulterplatz spitzen den Boden berühren, bring dich in die neutrale Position und die Handflächen wieder rechts und links ans Knie. Tief einatmen, ausatmen, Bein wechseln. Einatmen, halten und wechseln. Sehr schön. Schieb die Fußspitze wieder weit weg von dir. Bring Länge rein. Sehr gut. Noch zwei. Super schön. Und dann zieh beide Knie heran, umgreife die Unterschenkel, leg Kopf und Schultern ab und entspanne dich. Zieh die Knie zum Brustkorb, mach dich zu einem kleinen Päckchen und atme tief in deinen Bauch ein und aus. Darfst dich auch gerne so ein bisschen schaukeln oder wiegen oder kreisende Bewegungen machen. Die Anstrengung aus dem Körper wieder fließen lassen. Langsam wieder zur Mitte zurück. Roll dich über die Seite nach oben. Komm in deine Hocke. Die Fingerspitzen hier vor den Fußspitzen absetzen und den Kopf mal hängen lassen. Die Schulterblätter nochmal sanft den Rücken nach hinten unten schieben, Nacken längen. Tiefe Atemzüge nehmen. Und dann lass den Kopf so entspannt nach unten sinken und streck nur deine Beine. Vielleicht kannst du die Fingerspitzen auf dem Boden lassen. Du kommst in die stehende Vorbeuge. Lass den Oberkörper sinken. Spür in die Rückseite deiner Beine. Nacken ist entspannt, der Kopf hängt. Und dann beuge nochmal deine Knie. Komm nochmal zurück in deine Hocke. Falte dich nochmal klein zusammen, schieb die Schulterblätter nochmal bewusst weg von den Ohren. Lass los. Und dann nochmal die Beine längen, komm nochmal in die stehende Vorbeuge. Lass den Oberkörper sinken, die Schwerkraft nochmal einwirken lassen auf den Oberkörper. Und dann roll dich mit leicht gebeugten Knien wieder ganz langsam in den aufrechten Stand, richte dich auf, nimm die Schultern mit und lass sie genussvoll wieder nach hinten unten sinken. Gönn dir noch ein paar Minuten oder Momente Zeit, schließ die Augen für einen Moment, nimm tiefe Atemzüge, spüre nach, geh durch deinen Körper durch, wie fühlt er sich jetzt an? Atme tief wieder in den Bauch, sodass sich die Bauchdecke mitbewegt, die Bauchmuskeln entspannen. Öffne die Augen wieder und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Cool, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und dann verabschiede ich mich mit Stay Active, aktiv bleiben mit dem Hochschulsport Konstanz.